10 vor 10 mit Andrea Fetsch. Guten Abend und herzlich willkommen zu 10 vor 10, heute mit diesen Themen. Poker in der EU. In Brüssel läuft zurzeit ein Machtkampf um Europas Spitzenposten. Kleingedrucktes mit großer Wirkung, warum Autoleasing die Kunden oft an die finanzielle Schmerzgrenze treibt. Die Geburtsstunde der Kantine, wie Frauen im Ersten Weltkrieg eine Erfolgsgeschichte lancierten. Und Tanz auf vielen Bühnen, Patrick Scott feiert im Musical My Fair Lady heute Abend Premiere als schmachtender Liebhaber. Dass der neue mächtigste Mann der EU Jean-Claude Juncker heißt, ist klar. Um die anderen Spitzenposten der EU, also die Nachfolge von Ratspräsident Van Rompuy und der Außenbeauftragten Ashton, geht es in diesen Minuten am Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Wegen Differenzen musste die Sitzung nach hinten verschoben werden. Seit 20 Uhr wird nun hinter den Kulissen verhandelt. Von Einigkeit noch keine Spur, stattdessen wird intensiv gerungen und gefeilscht. Die Staats- und Regierungschefs hätten eigentlich schon 2 Stunden früher beginnen sollen. Doch dann gab es um die EU-Top-Jobs handfesten Krach und Vorverhandlungen im kleinen Kreis. Ob es heute noch zu einer Einigung kommt, ist inzwischen völlig offen. Ich bin dafür, dass wir, wenn wir entscheiden, dann auch die offenstehenden Fragen sehr umfassend klären. Ob das heute schon gelingt, glaube ich eher nicht. Die Nachfolge der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton ist eines der heiß diskutierten Themen heute Abend. Ashton war in den letzten 5 Jahren das Gesicht der EU in der Welt. Seit Tagen im Gespräch für ihre Nachfolge ist die italienische Außenministerin Federica Mogherini. Mit ihr würde wieder eine Frau auf Ashton folgen. Gegen sie spricht, dass sie sich im Ukraine-Konflikt als eher russlandfreundlich geoutet hat. Im Gespräch ist auch der polnische Außenminister Radosław Sikorski. Er ist erfahren. Seine harte öffentliche Kritik an Russland könnte für ihn hingegen ein Nachteil sein. Ebenfalls häufig genannt für den Spitzenjob die ehemalige bulgarische Außenministerin Kristalina Georgieva. Auch sie hat große politische Erfahrung. Ihr Nachteil ist möglicherweise, dass sie aus dem falschen Land kommt. Denn der EU-Postenschacher gleicht einem komplizierten 3D-Puzzle. Da dürfen osteuropäische Länder nicht gegenüber westeuropäischen bevorzugt werden. Es muss einen Ausgleich geben zwischen Nord und Süd, zwischen links und rechts, zwischen Frauen und Männern. All diese Faktoren müssen ausbalanciert werden, bis sich die Damen und Herren in diesem Saal auf Namen für die Spitzenjobs werden einigen können. Das klingt nach einer äußerst schwierigen Aufgabe. Jonas Breuer, kann das gelingen? Ja, es wird schon irgendwann gelingen. Ob es heute schon gelingt, da ist man hier im Gipfelgebäude in Brüssel gerade eher skeptisch. Genau, ob es gelingt, all diese offenen Posten heute schon zu besetzen. Generell macht man das ja so hier in Brüssel, dass man versucht, eine möglichst große Paketlösung zu schnüren. Denn es ist viel einfacher, so Kompromisse zu schmieden, wenn man nicht nur einen Posten besetzen muss, sondern ganz viele besetzen kann. Dann ist es viel einfacher, dass jeder und jede der Politiker mit irgendeiner Trophäe nach Hause geht. Aber wie eine solche Globallösung aussehen soll, das ist im Moment noch völlig unklar. Da munkelt man gerade, dass es vielleicht sogar einen weiteren Sondergipfel geben könnte. Es könnte also noch einige Zeit dauern. Sprechen wir trotzdem über den Posten der EU-Außenbeauftragten. Hier gilt die Italienerin Mogherini als Favoritin. Wir haben es gehört. Sie hat sehr wenig Erfahrung. Könnte sie dieses wichtige Amt trotzdem ausfüllen? Ich glaube, das könnte sie schon. Das müsste nicht unbedingt ein Nachteil sein, diese Unerfahrenheit. Ganz im Gegenteil, dieser Posten der EU-Außenbeauftragten, der ist ja gar nicht besonders mächtig. In Sachen Außenpolitik, da ist die meiste Macht immer noch beim einzelnen EU-Staat. Jeder Staat macht seine eigene Außenpolitik. Großbritannien, Deutschland, Frankreich und so weiter. Und viele Länder wollen, dass das so bleibt. Sie haben kein Interesse, dass Brüssel, die Zentrale, hier immer mehr Macht erhält. Und aus dieser Logik könnte es dann durchaus sinnvoll erscheinen, dass man eben gerade eher eine schwache Persönlichkeit auf diesen Stuhl setzt. Dieselbe Logik hat schon gewirkt, als man vor 5 Jahren Catherine Ashton ausgewählt hat, die heutige britische Außenbeauftragte in der EU, die ja ebenfalls eher eine farblose Persönlichkeit ist. Live aus Brüssel, Jonas Breuer, vielen Dank.
Es ist eine Genugtuung für die Frauen von Srebrenica und ein harter Schlag für die UNO und die Niederlande. Ein holländisches Gericht hat heute befunden, holländische UNO-Blauhelme tragen eine Mitschuld am Massaker von Srebrenica. Damals, im Juli 1995, verübten bosnische Serben eines der schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg, als sie ungefähr 8000 muslimische Männer und Jungen ermordeten, die sich in der Obhut der holländischen Blauhelme befanden. Die Grabsteine erinnern an die Ermordeten von Srebrenica. 300 der Opfer befanden sich unter dem unmittelbaren Schutz von UNO-Blauhelmen, als sie von bosnisch-serbischen Soldaten unter der Führung des Generals Ratko Mladic ausgesondert und weggebracht wurden. Die holländischen Blauhelmsoldaten ließen das Geschehen ohne einzugreifen. Dadurch hätten sie sich am Tod der 300 mitschuldig gemacht, so das Gericht. Den Prozess hatten die als Mütter von Srebrenica bekannt gewordenen Angehörigen von Opfern angestrengt. Leasing ist auf den ersten Blick eine tolle Sache. Es gibt auch einem Lehrling die Möglichkeit, endlich mal einen flotten BMW unter dem Hintern zu haben. Ein Leasing, das ihn allerdings teurer kommen kann, als ihm lieb ist. Denn bei den komplizierten Leasingverträgen steckt der Teufel im Detail. Jetzt, nachdem gestern die WEKO bekannt gegeben hat, dass sie gegen praktisch alle Leasingfirmen der Schweiz ein Verfahren wegen Preisabsprachen eröffnet hat, ist der Ruf der Branche angeschlagen und viele schauen genauer hin. Über die Tücken des Leasing berichten Rolf Gatschet und Michael Gerber. Sonderkonditionen, Rabatte, Prozente. Die Leasingangebote sind verlockend, doch die Leasingraten entsprechen nicht den monatlichen Gesamtkosten, denn geleaste Autos müssen voll kaskoversichert sein und der Autoservice ist oft nur bei Markengaragen erlaubt. Für Kassensturz-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner haben die Leasingangebote versteckte Risiken. Ich glaube schon, dass die Werbung einfach etwas suggeriert, was tatsächlich nicht ist. Und die Leute lassen sich natürlich verführen davon. Jetzt gibt es verschiedene Leute, die Auto leasen. Die einen, die einfach sagen, ich möchte immer ein neues oder ein modernes Auto haben. Wenn man sich das leisten kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Häufig ist es aber so, dass sich Leute ein Auto leasen, weil sie sich kein Auto anschaffen können, also keins leisten können. Und wenn es dann mit der reinen Leasingrate an Schmerzgrenzen herangeht, dann wird es im Budget häufig kritisch, weil eben genau all die Kosten noch dazukommen. Markus Hess vom Schweizerischen Leasingverband glaubt nicht, dass sich die Leasingkunden der effektiven Kosten nicht bewusst wären. Die Leasingnehmer sind gut informiert. Wir tragen selber Sorge dazu. Man kann auf die Webseite gehen von den verschiedenen Anbietern. Es wird dort klar auch darauf hingewiesen, dass entsprechend die Zusatzkosten kommen. Und ich muss jetzt schon sagen, wenn man noch jedem einen Handzettel mitgeben würde, pass auf, es kostet neben der Leasingrate noch etwas, würde wahrscheinlich jeder zweite jener verrückt und würde sagen, ja, das weiss ich schon. 10.000 Kilometer pro Jahr, 4 Jahre Lauffrist, oft Standard beim Leasing. Das Problem, der Durchschnittsschweizer hat meist eine weit größere Nutzung. Der Kunde muss aber für jeden mehr Kilometer Zuschlag bezahlen. Außerdem kann der Anbieter gar untersagen, ins Ausland zu fahren oder das Auto auszuleihen. Jeder Kunde ist auch da aufgefordert, sich kundig zu machen, zu schauen, das Zeug zu lesen, damit er nicht überrascht wird. Die Leasingverträge sind enorm dick, häufig mehrere Seiten lang. Und sie sind irrsinnig komplex und irrsinnig kompliziert abgefasst. Also haben zum Teil sogar Spezialisten oder Fachleute wirklich Mühe zu verstehen, auf was man sich da einlässt. Ein vorzeitiger Vertragsausstieg ist nur mit finanziellen Einbußen zu machen. Und selbst wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt wird, heißt das noch lange nicht, dass der Kunde das Auto am Ende ohne Zusatzkosten übernehmen kann. Ich erlebe in der Praxis einfach immer wieder, dass die Leute aus finanziellen Notlagen aus dem Vertrag aussteigen wollen. Und jetzt kommen sie auf die Welt, wenn da wirklich noch Kosten auf sie zukommen für die rückwirkend erhöhten Raten. Und das ist ja zulässig. Das andere Problem, das ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute wollen am Schluss das Auto kaufen zu dem Preis, der im Vertrag ist. Und gerade wenn das Autos sind, die sehr gut zu Weg sind, die einen hohen Wert haben, dann kann der Garagist sagen, nein, das gebe ich ihnen zu dem Preis nicht. Entweder sie zahlen mehr oder ich verkaufe es jemand anderem. Und dann hat man jahrelang für etwas gezahlt und hat dann aber gleich keinen Gegenwert. 99% von allen Leasingnehmern sind zum Glück völlig zufrieden mit ihrem Produkt. Wir sehen die. Der Konsumentenschützer sieht das 0,5 bis 1%, die in Schwierigkeiten geraten. Und das ist für die 100%. Das gibt halt eine verschobene Optik. Leasing, eine beliebte Finanzierungsmöglichkeit, kommt momentan etwas unter die Räder.
In Kontakt mit Kindern mit Behinderungen kommen viele von uns im Alltag nur selten. Fakt ist jedoch, die Anzahl der Kinder, die in der Schweiz mit Down-Syndrom auf die Welt kommen, nimmt nicht ab, sondern zu, obwohl ungeborene Kinder auf den Chromosomenfehler auf Trisomie 21 getestet werden können. Trotz dieses medizinischen Fortschritts hat sich die Zahl der Geburten von Down-Syndrom-Kindern in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Nicht selten wird dies auf das Alter der immer älter werdenden Mütter zurückgeführt. Die Recherchen von Nina Blaser zeigen nun aber, dass auch ein Umdenken der Frauen für diese Entwicklung verantwortlich ist. Familienglück. Trotz Down-Syndrom des 6-jährigen Rishi. Tamara Papst war 42, als sie mit Rishi schwanger war, ihrem 3. Kind. Von seinem Down-Syndrom wusste sie bis zur Geburt nichts. Ich bin glücklich, dass es so ist, wie es ist. Weil dann konnte ich völlig unbelastet können, eigentlich den Mensch Rishi kennenlernen. Jetzt unbelastet von jeglichen Theorien oder was man so könnte lesen in den Büchern. Für mich muss ich sagen, ich bin froh, dass es so rausgekommen ist. Frauen, die ein Kind mit Down-Syndrom in Kauf nehmen. Dies gäbe es heute vermehrt, sagt Lucia Mikela. Sie arbeitet seit 30 Jahren als Hebamme, hat weit über 1000 Kinder zur Welt gebracht. Es gibt viele, die sagen, ich will es nicht wissen, weil ich kann mich dann nicht entscheiden, will ich die Schwangerschaft abbrechen oder nicht. Also die Konsequenz ist für viele nicht klar. Auch der Chefarzt der Frauenklinik des Inselspitals, Daniel Zurbeck, beobachtet, trotz medizinischen Fortschritts werde nicht mehr getestet als früher. Die Zunahme der Geburten von Kindern mit Down-Syndrom sei einerseits auf die älteren Mütter zurückzuführen, aber nicht nur. Der andere Grund könnte sein, dass Frauen zunehmend auch bei einer Diagnose von Trisomie 21 nicht unbedingt die Schwangerschaft abbrechen. Und es gibt wiederum andere Frauen, die gar keine Pränataldiagnostik wünschen. Das heisst, sie tragen a priori eine Schwangerschaft mit Trisomie 21 austragen und das Kind mit Trisomie 21 akzeptieren. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Down-Syndrom-Geburten mehr als verdoppelt. 2003 waren es 40, 2012 89. Die Anzahl der Geburten insgesamt nahm in der Schweiz im gleichen Zeitraum ebenfalls zu, jedoch lediglich um 14%. Mit dieser Zunahme lässt sich die Verdoppelung der Geburten mit Down-Syndrom nicht erklären. Vielleicht damit, dass immer mehr Frauen nach 34 noch Kinder kriegen, wie in diesem Fall. Auch das ist nicht belegt. Die Frage bleibt, warum entscheiden sich vermehrt Frauen gegen pränatale Tests? Ein Kind mit Down-Syndrom werde weniger tabuisiert als früher, sagen die Fachpersonen. Durch dass sich mehr Frauen mit dieser Thematik auseinandersetzen, wird es auch in der Gesellschaft mehr diskutiert. Man spürt schon im Einzelfall, dass es eine grosse Akzeptanz da sein kann. Aber das sind Einzelfälle und ich glaube, das ist schwierig, trotz Verallgemeinern. Von einer gesellschaftlichen Trendwende mag auch Christa Schönbächler von Insieme nicht reden. Ihr Verein setzt sich für Menschen mit Down-Syndrom ein. Die Zunahme der Geburten von Down-Syndrom-Babys sei sicher nicht mit Akzeptanz zu erklären. Also wir würden jetzt aus diesen wenigen Zahlen sicher nicht den Schluss ziehen. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz steigen würde für Menschen mit einer Trisomie 21. Aber wir könnten jetzt da nicht irgendwie eine Trendwende oder so eine Entwicklung wirklich feststellen. Mehr Akzeptanz und Zukunftsaussichten. Das wünscht sich Tamara Papst für ihren Sohn, dass Rishi trotz seiner Beeinträchtigung etwa einmal einen Beruf erlernen könne. Nicht, dass er immer als ein Mensch gesehen wird, der Unterstützung braucht, der empfängt von der Gesellschaft, sondern wirklich, dass er gesehen wird als Mensch, der aktiv etwas kann in der Gesellschaft beitragen. Das wünsche ich mir. Kinder mit Down-Syndrom wie Rishi. Geboren werden sie heute mehr als früher. Die Frage nach dem Warum kann aber nicht abschließend beantwortet werden. Geht es um den Ersten Weltkrieg, geht es meist um die Männer und um ihren todesmutigen Einsatz an der brutalen Kriegsfront. In Europa nahm ein großer Teil der Männer am Krieg teil. Im Deutschen Reich waren 41% der Männer eingezogen. In Österreich-Ungarn waren es 31%. Im gegnerischen Frankreich wurden 45% der Männer eingezogen. Im Vereinigten Königreich waren es 31% und in Russland 17,4%. Gerne geht vergessen, dass auch die Frauen kämpften.
an der Heimfront. Der Krieg bot den Frauen auch die Chance, sich zu beweisen. Diesen Einsatz beleuchten wir heute in unserer Serie zum Ersten Weltkrieg. Obwohl die Schweiz nicht zu den kriegführenden Nationen gehörte, wurden hierzulande 220.000 Männer mobilisiert. Auch deren Frauen stellten sich in den Dienst des Landes, etwa indem sie mit Soldatenstuben für das Wohl der Soldaten sorgten. Die Frauen erhofften sich so auch mehr politische Mitsprache. Für Letzteres brauchte es mehr Geduld, aber die Soldatenstuben markieren den Anfang einer Schweizer Erfolgsgeschichte. Manöver an der Grenze 1914. Junge Schweizer Männer, viele von ihnen das erste Mal getrennt von der Familie. Jemand musste sich um sie kümmern, ihnen in der Freizeit eine warme Stube bieten. Daran hatten die Bundesbehörden nicht gedacht, im Gegensatz zu den Frauen. Im Zürcher Restaurant Karl der Große, ihrem Hauptquartier, gründeten die Frauenvereine der Abstinenzbewegung 1914 den Verein Soldatenwohl. Mit Soldatenstuben wollten sie den Wehrmännern ein Zuhause bieten. Die Organisation übernahm Else Spiller, eine damals 33-jährige Journalistin, die in der Abstinenzbewegung aktiv war. Im November 1914 eröffnete sie im Jura die erste Soldatenstube. Schnell folgten im ganzen Grenzgebiet viele weitere. In jeder sorgte eine Soldatenmutter für das Wohl der Soldaten. Historikerin Elisabeth Joris führt uns an den Ort, an dem im Herbst 1914 der Verein Soldatenwohl gegründet wurde. Die Frauenvereine verstanden ihr Engagement politisch. Die bürgerlichen Frauen glaubten, durch Einsatz für den Staat das Stimmrecht zu verdienen. Sie wollen den Beweis bringen, dass sie eine Rolle spielen in dem Staat und dass ohne sie nichts geht. Und sie haben natürlich selbstverständlich angenommen, dass sie dann auch politische Rechte übernehmen. Unter der Führung Else Spillers entwickelten sich die Soldatenstuben zu einem zentralen Faktor bei der Versorgung der Truppen. Spiller arbeitete eng mit Militär und Bundesrat zusammen, blieb aber autonom. Nach dem Krieg verstand sie es, aus den Soldatenstuben das erste moderne Kantinenunternehmen zu schmieden. Es ist ein Riesenunternehmen geworden. Die haben schon bald Dutzende von solchen Soldatenstuben gehabt. Man kann sagen, insgesamt sind es gegen 1000 gewesen. Gegen Ende des Krieges haben die Unternehmer gefunden, wir haben aber das gleiche Problem wie an der Front, eigentlich auch in unserem Betrieb. Wir haben angefangen, Arbeiterstuben zu gründen, also das Modell adaptieren auf die Industrie. So ist das einer der wenigen wirklich in der Zwischenkriegszeit in einen verlängerten Aktivitätsbereich von Frauen gesehen. Ein Urknall der modernen Gastrobetriebe. In den 20er Jahren führte Else Spiller die Selbstbedienung ein, importiert aus den USA. Der Verein Soldatenwohl wird zum Schweizer Verband Volksdienst SV. Nach dem Zweiten Weltkrieg expandiert der SV weiter. Das Stimmrecht für Frauen hingegen lässt immer noch auf sich warten. Aus den Soldatenstuben wuchs das größte Verpflegungsunternehmen der Schweiz, die SV Group, mit heute 8000 Angestellten und einem Umsatz von 650 Millionen Franken. Die Frauen, die haben damals die wirklich Cutting-Edge-Rationalisierungsspezialisten aus den USA in die Schweiz geholt. Also das ist eine pionierhafte Bewegung, die eine riesige Ausstrahlung auf die Schweizer Wirtschaft hat. Else Spiller und ihre Mitstreiterinnen leisteten einen entscheidenden Beitrag für die Modernisierung der Schweiz. Doch die Strategie, Pflichten zu übernehmen, um das Stimmrecht zu erhalten, ging nicht auf. Als erstes europäisches Land hatte Finnland 1906 das Frauenstimmrecht eingeführt. Im übrigen Europa würde der Erste Weltkrieg den Durchbruch bringen. Das glaubten auch die Schweizerinnen. In der Schweiz war die Hoffnung riesig, nachdem in Dänemark und in Island 1916 das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist. Und da fängt die Debatte an. Die Sozialdemokratie macht Eingaben, in Bern beispielsweise. Es kommen dann Eingaben in 5 Kantonen. Und es kommt zu Debatten, aber es wird dann ja auf Ebene Volksabstimmung dann überall abgelehnt. Der Krieg half dem Frauenstimmrecht dort, wo die Monarchien fielen und ein allgemeines Wahlrecht eingeführt wurde, also in Russland, Deutschland und Österreich. Die Schweiz kennt das allgemeine Wahlrecht schon seit 1848 für die Männer. Diese hatten keinen Anlass, sich für eine Wahlrechtsreform einzusetzen. Den Soldatenmüttern des Ersten Weltkriegs wurde mit dem Film Gilbert de Courchenay 1941 ein Denkmal gesetzt. Verklärt und unpolitisch.
Auf das Stimmrecht mussten die Schweizerinnen noch bis 1971 warten. Gleich nehmen wir Sie mit an die Premiere von My Fair Lady auf die Seebühne Wallenstadt nach den Kurznachrichten. Der Taifun Ramasun wütet mit Sturmböen bis zu 170 Stundenkilometern über den Philippinen. 25 Menschen sind bislang ums Leben gekommen, Hunderttausende wurden evakuiert. Morgen soll der Sturm Richtung Vietnam abziehen. Die Schweiz ist Kirch-Europameister. 2012 fielen im Schnitt 690 Kilogramm Abfall pro Kopf an, mehr als in irgendeinem EU-Land. Laut EU-Statistikbehörde liegt die Schweiz dafür auch im Recycling vorn. Fast 50% der Abfälle wurden wiederverwertet. Der Walliser Weinhändler Dominik Giroux ist wegen Steuerhinterziehung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft erhebt 180 Tagessätze à 300 Franken. Gegen Giroux laufen weitere Verfahren, unter anderem wegen Weinpanscherei. Mit seinem unverbrauchten Charme, seiner aufrichtigen Art hat der Geißenpeter schon etliche Male nicht nur das Heidi, sondern auch das Schweizer Publikum verzückt. Da war zum Beispiel 1952 Thomas Klammet oder in den 70er Jahren Stefan Arpagaus. Für beide war der Geißenpeter die Rolle ihres Lebens. Beide zogen sich kurz nachher aus der Schauspielerei zurück. Weiße Brun, kein Gras. Die Brun, Krötli, saftige Krötli. Ganz anders bei diesem Geißenpeter. Patrick Scott hat die Rolle des Lausbuben während 4 Jahren im Heidi-Musical verkörpert. Es war sein Durchbruch und die Startrampe für eine Karriere, die ihn inzwischen bis nach China geführt hat. Wenn heute Abend My Fair Lady in Wallenstadt Premiere feiert, dann spielt Patrick Scott eine der Hauptrollen, Alexa Brogli. Und Freddie Ainsford Hill. Im Musical My Fair Lady spielt er jetzt einen schmachtenden Verliebten. Guten Tag. Guten Tag. Es gibt, wo ich lieber bin, wenn die Zeit vergeht. Hier wird's nie zu spät, weil ich weiß, in der Straße wohnst. Auf derselben Bühne in Wallenstadt hat für Patrick Scott alles angefangen. Hier sicherte er sich seine erste große Rolle. Den Geißenpeter im Musical Heidi. Das passiert auch immer noch, dass Leute auf der Straße halt sagen, ah, der Geißenpeter, besonders hier in der Region. Nein, aber das finde ich etwas Schönes, weil es ist auch eine Anerkennung von der Arbeit, die man gemacht hat. Heute lebt dieser Geißenpeter in Berlin und steht auf internationalen Bühnen. Umso mehr genießt er die Zeit in der Heimat. Hallo. Wenn er in der Schweiz spielt, dann ist er oft bei seinen Eltern im Schloss Sargans. Patrick arbeitet an unterschiedlichen Projekten gleichzeitig. Ist nicht nur Musical-Darsteller, sondern auch Schauspieler und Sänger. Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, schmiedet er an seiner Karriere als Popstar. Vor 2 Jahren wollte er die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten und sang Real Love mit Fabienne Louvis. Die Schweiz entschied sich nicht für ihn. Doch in diesem Jahr hat er es auf die europäische Bühne geschafft. An der Seite von Sebalta trommelt er sich in Kopenhagen am Eurovision Song Contest auf Rang 13. Patrick Scott hält noch eine Überraschung bereit. Er zeigt uns Ausschnitte aus seiner Solotournee 2012 in China. Ein Experiment, das für ihn voll aufgegangen ist. Seine Anstrengung, einen Song auf Chinesisch zu singen, hat sich gelohnt. Dort war ich wirklich etwa 3 Stunden im Tonstudio mit der Dolmetscherin. Sie hat mir das Phonetischste lernen. Und es ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen, weil nach dem Konzert haben alle mit mir Chinesisch geredet. Und ich habe nichts verstanden. Also sie sind halt richtig ausgeflippt. Und ich hatte vor 800 Millionen Zuschauern eine Fernsehsendung. Das ist halt, also da bist du sehr nervös, weil da eine Live-Sendung ist. Also man hat einfach so viel erlebt und die Fans haben
bevor ich gewusst habe, wo wir sind, sind die schon im Hotel gewesen. Also es war wirklich richtig unheimlich fast gewesen. Wieder zurück am Walensee muss er sich in My Fair Lady anderen Herausforderungen stellen. Auf Rollschuhen durch die Straße tanzen. Bei den ersten Proben im Regen keine einfache Aufgabe. Genau, Moment kurz. Ich bin natürlich dann schneller da. Und oh. Und oh, wie lebe ich in Trance, seit ich weiß, hier bin ich dir nah. Im Kulturplatz nimmt sie Nina Brunner mit an die großen Schaffhauser Ritterspiele, wo das Mittelalter zum Leben erwacht, mit Fanfaren, Lanzenstechen und Schwertkampf, gleich nach Meteo. Übrigens, unsere Sendung können Sie auch als Podcast herunterladen unter srf.ch/10vor10. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ich freue mich auf Sie.